Was ist die 8D-Methode? Fragezeichen. Hier wird also zunächst mal gefragt, was diese Methode ist. Nicht, was die 8Ds sind, sondern was die Methode ist. Und das ist schwieriger. Ja, 8D steht für 8 Disziplinen. Und man kann sagen, die 8D-Methode ist eine teamorientierte Methode. Ja, teamorientierte Methode. Ja, 8D, 8 Disziplinen. Und hier vor Methode muss man sich merken, teamorientierte Methode. Für was? Um Probleme zu lösen. Und jetzt kommt das Entscheidende, deren Ursache zunächst unbekannt ist. Ja, das ist das Entscheidende. Probleme, deren Ursache zunächst unbekannt sind. Um Probleme zu lösen, deren Ursache zunächst unbekannt ist. Ja, ist bezieht sich auf Ursache hier. Wenn es in der Wohnung kalt ist, dann ist die Ursache, die Heizung ist ausgefallen, wahrscheinlich. Ja, hier ist also dann die Ursache bekannt. Es gibt aber andere Probleme, bei denen in der Tat die Ursache zunächst unbekannt ist. Und hier arbeitet man sich entlang dieser 8 Disziplinen, teamorientiert. Wir werden im nächsten Video auf diese 8 Disziplinen noch genauer eingehen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.